Jo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme-Session von Minecraft Underground 2, der Survival Map. Natürlich mit dem Scroll. Hello, hello, hello. Mit dem Sascha. Moinsen. Und dem Krischi. Moin, moin. Und natürlich leider immer noch ohne Shira. Oh. Wah, wah, wah. Na, du Skelett, du. Was geht? Was aber an für. Guck das wieder an, Pflanz, bitte, ja? Ja, natürlich. Ey, wer mit meinem Feld rumarbeitet hier, das geht ja mal gar nicht. Scroll, was ist denn jetzt unser Plan? Ach komm, ich hab schon wieder eine Abzweigung gefunden, Sascha. Ja, du, glaubst du, ich sehe ja alle 2 Meter eine Abzweigung? Ich bin halt abgebogen. Dazu der Esel um die Ecke. Wow. Ernsthaft? Ja, das war sein Beitrag. Wieso haben wir eigentlich eine Map? Ja, weiß ich ja auch nicht. Ich glaube, die habe ich irgendwann mal gefunden. Ich sehe die nämlich gerade so und irgendwie so eine Map, okay. Oh, Skelett! Oh. Sascha, willst du mir mal hinterherkommen? Ich bin schon wieder in der Schlucht drin. Also, ich bin irgendwie ein paar Mal abgebogen und weiß nicht mehr, wo ich bin. Warte mal, hier bin ich. Ja, komm mal. Hier ist unsere Kiste, genau. Ja, komm mal ums Eck. Guck mal, sehe ich deinen Namen irgendwo? Komm gerade zurück, dann nehme ich dich mit, Sascha. Wo packe ich Flammenwerk hier? Das ist eine Fledermaus. Zack, zack. Ich hab grad schon mal, wo du bist. Ich komme jetzt gerade wieder Richtung. Alter, fuck, Zombie, ey. Los. Richtung. Richtung. Richtung Mine. Kennt ihr die. Sascha, warum spielen wir jetzt so behinderten Leuten? Ja, wir sind selbst nicht besser, du, das ist das Problem. Sascha, ich sehe deinen Namen jetzt. Echt? Ja. Ah, da bist du. Komm mal aufs Eck rum. Oh, lol. Ja. Oh, lol. Okay. Aber waren wir hier nicht? Warum ist denn unten Wasser? Da hab ich gerade Fackeln aufgestellt. Das? Hier waren wir hundertprozentig noch nicht. Lass mir ja schon mal. Ja, sag nicht. Stealthen, hey. Bis wie nah an die Pumpkins soll ich denn das Weizen machen? Gar nicht. Das drumherum? Alter, hier geht's ja noch weiter runter. Wollt. Wir haben noch die bestimmten Bereiche dafür, also bitte. Oh. Ja, das, ja, aber hier war auch überall noch ein ganz großes Weizenfeld und die waren halt genau neben den Pumpkins. Nice. Pass auf, unter den Diamanten ist Lava. Okay. Nicht so nice. Oh, da kommt Zombie an. Jetzt ist es schwierig, wie ich das bald einsortiere. Alter, wo geht das hier denn über? Ich hab damals gesagt, ich will kein Lager mehr machen. Was mache ich wieder? Alter, unten, das sieht aus wie so ein richtig künstlicher Lavasee irgendwie. Da wie viele Diamanten. Ja, das ist doch nice. Wie brauchst du was zu essen? Was? Brauchst du was zu essen? Nee, ich habe 36 Karotten bei mir. Okay, weil ich habe jetzt gerade 34 Brote gemacht. Die lohnen sich nicht, deswegen lasse ich das mal. Krischi, dann paar doch auch gleich mal die Kühe, wenn du noch Getreide hast. Ich habe nur noch 2 Weizen, aber ich habe. Reicht doch um einmal. Weizenkörner. Wisst ihr was, ich hole mal uns. Ja, dann gehen wir zu den Hühnern und. Ja. Einfach alles. Also, ich hätte auch gern Weizen. Ein Mitbewohner hier ran. Moment. Warst du hier hinten schon? Wenn da Fackeln sind, ja. Ja, komm mal, was ist mit unseren ganzen Hühnern passiert? Wo sind die alle hin? Die wurden alle geschlachtet. Da noch? 3 oder so. 3, ja. Jetzt wieder 4. Yay. Scroll, meinst du nicht, wir sollten uns langsam auf den Rückweg machen oder so? Quatsch, Sascha, was bist du für ein Lappen, ey? Ah, Mann, hey. Okay. Er weiß, wir haben ja jetzt eh unser Zeug eingelagert, also von dem her können wir schon noch ein Stückchen weitergehen. Ja. Bist du hier schon längst gegangen? Du machst doch die Kisten, ne? Keine Ahnung, eigentlich ja, nicht. Ja, das mach ich. Wo kommt denn diese Fackeln her? Ich schmeiß dir mal den. Komm, lass mal hochgehen. Da liegen die. Ich bin ja schon Fackeln. Dame, ich weiß nicht, wo du die hinhaben möchtest. Da, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher hier die Fackeln kommen. Ich hab da eigentlich schon eine Kiste für fertig. Ob wir hier sind, wo Krischi war? Können bezahlen irgendwie, aber... Alter, wie viel Redstone? Ja, was interessiert an Redstone? Außer Level geben die nix. Was ist das denn? Sascha, lass mich wenigstens in dem glauben, dass sie uns helfen können. Alter, also hier waren wir 100%. Nee, das auf jeden Fall nicht. So, wir haben einen kleinen, feinen. LOL. Jetzt.
Obwohl. Was hältst du von Ach, du da. Kacke, wo geht's Ach, ja, ich Hast du dich jetzt vor dem scheiß Zombie erschreckt? Alter, der ist gerade von auf meinen Kopf geflogen von oben. Welche Mitbewohner? Das siehst du ja dann, wenn du gerade mal da wärst. Na gut. Bist schon abgehauen, also ist nicht schlimm. Hier geht's noch weiter nach oben. Vorsicht, ich baue das Wasser ab, ne? Nicht, dass du dich wunderst. Oh, das sind ein paar. Hier pack ich auch einen hin. Ey, da ist ein Zombie in Rüstung. Hallo, Zombie in Rüstung. Hier unten ist Obsidian. Wir haben ja zwei, also passt das. Lol, der Zombie hat ein Eisenschwert in der Hand. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Kleiner Schutzmaßnahme. Zack, zwei Stück. Aua, wo kommst du denn her, du Kackvieh? Mal schauen, ob sie jemals oh, ich hab eine Kartoffel auffallen, aber sonst passt. Kartoffel ist geil, ich glaube, wir haben noch keine, oder? Dann oh, doch. Ja? Dreiviertel Feld voll mit Kartoffeln. Oh, Leute, okay. Hier sind ja schon wieder Fackeln! Alter. Sascha, ich habe eine riesige Höhle gefunden. What the hell? Ach oh Gott, und von dieser Höhle gehen 5 Höhlen weg und nach oben nochmal ein paar Wege. Oh. Ganz ehrlich, das klingt echt, als wärt ihr da, wo ich auch lang gelaufen bin. Ich meine Güte, das habt ihr nicht gemerkt, dass die gesamte Map so aufgebaut ist? Doch. Nein! Stimmt, nein. Nein! Sascha, wo bist du denn hin? Ja, weiß ich nicht. Ich hab schon wieder eine Abzweigung nach unten gefunden. hier ist schon wieder ein Fuck, ich bin unter dir quasi. Oh nein, Lava! Scroll. Scroll, komm da raus! Komm da raus! Der Zombie hat mich zu Tode Scroll! Der Typ hat da unsere ganzen Diamanten mit! Hab ich nicht, ich hab's in die Kiste getan. Achso, stimmt. Vielleicht fällt Scroll ja die neuen Mitbewohner auf, die ich jetzt einfach mal platziert habe. Was für ein dummer Hurenzombie, Alter! Ich hoffe, deine Mutter schwimmt in Lava, ey! Sascha, nimm mal mein Loot mit, bitte. Da vieles ist in der Lava gelandet. Das, was ich da aufsammeln konnte, habe ich. Da kriegt man doch A-Tail bei den Zombies, ey. Ah, so. Lol, ich habe gerade voll die Lags. Mich setzt gerade die ganze Zeit wieder zurück. Echt? Ich nicht. Bei mir geht noch. Okay. Boah, Alter. Dann? Sascha, du hast kein Essen mehr bei dir unten. Was? Ich mein? Du hast kein Essen mehr bei dir unten. Dein Nahrungsträger ist verreckt. Ja, richtig. Ja, ich hab noch ein paar Steaks und Kartoffeln und ja. Brote. Und, Scroll, sind sie dir aufgefallen, die ich... Ah, Stevie, ich hab gerade andere Probleme. Ich reg mich gerade ein bisschen drüber auf, dass mich der scheiß Zombie da wieder reingeschlagen hat, weil sonst wäre ich wieder rausgekommen. Ah, ich wäre nicht gestorben, wenn der Zombie nicht da gewesen wäre. Ach, Mann. Naja. Ach man, voll verzweifelt. Du hast wirklich Schneemänner gebaut, Stevie, warum? Lass mich doch! Ach ja, das ging ja sogar. Das ist echt nichts Besseres zu tun, ne? Sand, doch, Kobbel, Erde, Waffen, Werkzeuge. Wow, haben wir viele Waffen und Werkzeuge. Hä, wo ist denn unser ganzes Eisen? Oh, da wo Erze steht! Mensch, Scroll, sowas weiß. Oh, oh. Hä, das ist aber kein Eisen drin. Das sind nur Ironblöcke drin. Ja, ja, die kannst du zu neuen Eisendings wieder zurückmachen. Die kannst du aus machen. Ingots machen. Mensch, Scroll, was weißt du eigentlich? Ich hab die extra in Blöcken gemacht, damit das nicht so überfüllt da drin aussieht. Hä, wir haben nur 54 Eisenblöcke gehabt? Nur Blöcke? Junge, weißt du, wie viel Eisenerz das ist? Hast du jetzt wieder alles in Ingots gemacht? Ja, natürlich. Für was mach ich bitte was in Blöcken, wenn du wieder das in Ingots machst? Ich krieg dich gleich. Wegen so einer Kleinigkeit? Ich mache mir Mühe und er zerstört sie wieder. Hä, hey, was ist denn daran so schwierig, die wieder in Blöcke zu machen? Du gehst einfach an die Box und dann nimmst du die Dinger und fährst einmal im Kreis und dann hast du wieder so einen Kackblock. Statt dass du, warte mal, du machst eine Rüstung. 9, 18, 3, du hättest für eine Rüstung, halt bräuchtest du 3 Eisenblöcke. Ja, das habe ich mir jetzt auch rausgenommen. Da scheißt er mich erstmal zusammen hier. Sascha, ich bin wieder unterwegs zu dir, okay? Ja, ich bin eher auf dem Weg zurück. Solange du nicht das ganze Eisen mit dir rumschleppst. Der Flame is real! Oh, lol. Sascha, wenn du jetzt auch noch verreckst, hey, dann töte ich dich. Wow. Die Androhung. Ah, richtig.
Oh lol! Das sind so ein paar Mobs hier. Aua! Alter, der hat ganz schön was ausgehalten. Oh oh. Uiuiui, das war knapp. Oh, ich könnte gerade schon ein bisschen abkotzen, ey. Leck, ah, jetzt heul mal nicht rum hier, Junge. Ah, oh, das ist schon ein bisschen. Pack ich denn das Holz hin? Pack mal hier hin. Was lasse ich noch hier? Das lasse ich noch hier. Dafür nehmen wir das noch mit. Das lassen wir hier, dafür nehmen wir das mit. Das nehmen wir mit. So. Ja. Die nehmen wir mit. Du kommst dahin, die Fenskates packe ich erst. Wieder packe ich das. Unser Holzvorrat hat sich ein bisschen reduziert, aber nur so ein bisschen. Na, das ist schon okay. Ja, da ist schlüssige Kisten nur craften muss, da hat sich ein bisschen reduziert. Haben wir noch Essen da? Ein paar Brote oder sowas? Ach, jetzt will auf einmal wieder essen. Leider nicht. Scheiße, Alter. Muss gucken bei dem Feld. Oh, scroll, ich hab doch keinen Schimmer, wie es zurückgeht. Ja, ich hatte den Schimmer, das ist ja das Problem. Warte mal. Erstmal nach oben orientieren, das ist schon mal richtig. Das ist aber nicht richtig, Sascha, du musst das nämlich dort erstmal wieder in die große Schlucht bringen. Ja, da bin ich schon. Ich habe auch schon unser Loot eingesammelt aus der Mine. Leverkrams. Boah, das kotzt mich echt schon ein bisschen an, hey. Boah, das war so unnötig. So, hier ging's längs. Hier geht's nach oben. Leverkram packe ich hier rein. Lass mal so. Oh Gott! Nein, nicht explodieren! Nicht explodieren! Oh, ich werde mit euch, Sascha. Never be alone. Ja, wir haben doch gerade ernsthaft kurz! Ich verstehe, warum Scroll den Satz nicht weiter. Ja, ich sag hier nicht explodieren. Sascha was blown up. Boom, boom, boom. Boah, Sascha, hast du. Hast du Diamanten dabei? Ja, klar. Oh shit. Ja, ich lass sie doch jetzt nicht in der Mine liegen, bin ich bescheuert. Willst du darauf wirklich eine Antwort? Haben wir ernsthaft nur das? Warte mal, ich bin. Scroll, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich erkenne das ja wieder. Oh, das ist eine Spinne. Spinne ist doof. Spinne, geh mal nicht auf den Keks. Spinne, geh mal nicht auf den Keks, hab ich gesagt. Scroll, dein Diamantschwert ist übrigens weg, ne? Mein was ist weg? Dein Diamantschwert und deine Diamantspitzhacke. Die sind beide draufgegangen. Was sollen wir eigentlich jemals mit den ganzen Schienen machen, ey? Ja, eigentlich wollten wir uns ja mal schnell eine Verbindung da zusammenbasteln, aber... Sascha, ich komme und rette dich! Siehst du meinen Namen schon? Klar, ich bin gerade losgelaufen. Wow! Scheiße, hier ist so ein bisschen problematischer, wo es längst geht. Wie viele Pferderüstungen haben wir bitte? 4 Stück? Ja, im Nether gefunden. Oh, warte, hier sind wir. Scroll. Du hast doch bestimmt noch was im. Warte, wo ist er? Drin. Hier! Ich hab ihn! Was hast du? Ich bin back! Jawohl! Wie, bist du in der Base? Nein, ich bin in der Schlucht jetzt gleich. Also in unserer ersten, von der wir abgesprungen waren. Mit der laufe ich gerade hin. So, der Esel hat jetzt mal eben unsere Spawn-Eier. Wir haben noch welche davon? Ja, Villager und... Die Unwichtigen, ja. Okay. Sascha, ich komme gerade zur ersten Schlucht von uns. Ich bin jetzt da in der ersten Schlucht. Ja. Ich nämlich gerade eine kleine Station. Vielleicht siehst du irgendwo meinen Namen. Ja, noch nicht. Warum haben wir eigentlich Sugar? Wer wollte was mit Sugar machen? Keine Ahnung, vielleicht für Verzauberung? Wir haben ja nicht mal einen Tisch. Uns fehlt eigentlich noch, um gar nicht zu sein. Das war knapp. Um einen Verzauberungstisch zu machen, fehlt uns ein Obsidian. Tür, ne? Ein einziger Obsidian und Dias. Bei Dias haben wir ja schon mal nicht mehr. Doch, ich lauf hier mit 40 Dias gerade rum. Wie gesagt, ich habe nicht die ganzen Dias verloren. Ich habe die vorher extra, weil ich gründlich nachgedacht habe, habe ich die weggetan. Weil du gründlich nachgedacht hast, hattest du alles alle in deinem Inventar. Ich laufe hier die ganze Zeit rum und ich habe sie nicht gefunden, sonst wären sie in der Erzekiste gelandet.
Die habe ich auch mitgehabt, aber ich habe sie. Er hat sie halt im Nien-System in die Kiste reingepackt. Bevor ich gestorben bin. Scheiße! Sascha, ich sehe deinen Namen, Sascha! Ja, bei uns fehlt genau noch ein Obsidian. Dann könnten wir uns einen Verzauberungstisch machen. Bleib dort, wo du bist, mein Freund. Ich grabe mich. Ich habe auch 7 Level, deswegen. Ah, da, ich sehe dich. Ich hatte 27, dann dachte ich mir, verzaubern werden wir eh nie und bin mit meinen 27 in die Lava gejumpt. Dachtest du so. Hallo Lava! Jo. Hey Sascha, du bist weg. Nein, ich wollte mit vor dir. Fahrt von der Welt gehen. Ich sehe deinen Namen. Hallo, ich sehe deinen auch wieder. War es denn schön warm wenigstens? Ja, das war's nett. Ah, dann geht's ja. Ich hör dich buddeln. Ja. Ich ist nur mal wieder so ein minimal Sandreservoir. Ich hab keine Fackel, stoppt. Versuch grad ernsthaft eine Sortierung reinzufügen, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben nämlich nur es trennt uns nur noch zwei Blöcke, Scroll. Ja, ich seh dich, Sascha. Ja! Okay, lass ab. Abgangig für den. Warum hast du dich gerade vor dem Zombie, du Penner? Halt die Schnauze! Ich hab das genüsslich von oben beobachtet. Ja, cool. Nein, ich konnte absolut nichts machen. Wäre ich runtergesprungen, wäre ich vermutlich selbst in der Lava gelandet. Oh, Sascha, wenigstens haben wir ein bisschen was. Hast du, ja, was du hast weißt, du alles mitgenommen? Ich habe alle Erze mitgenommen, die in der Kiste waren. Sehr gut, weil da war richtig viel Eisen drin und alles. Ja. Also. Hast du Clayblöcke gemacht? Ja. Warte. Oh. Für was? Für was bitte? Mache ich Schneemänner, die ich einpacke und dann werden die Zäune abgerissen. Wer macht denn sowas, CVA? Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir nicht etwas Schnee hier in unserer Base. Nein! Alter, wir hatten so einen Scheiß gemacht, mal ganz ehrlich. Sorry, aber spezifisch ich das hier gerade nicht. Ich mach nur. Ich lass mir was einfallen und dann das. Also, Sascha, nächstes Mal lässt du das bitte. Ja, gerade ich. Mich doch. Scroll, du kennst den Weg noch, ja? Nein. Der Kutscher kennt den Weg. Ja, glaube ich dir gerade. Ist ein Wunder, dass mein Lager noch existiert. Ja, nee, warte mal, das stimmte schon, wo ich gerade lang bin. Ist ja ein Wunder, dass mein Lager noch existiert, dass ich das auch noch weggerissen wurde. Ach Mensch, Stevie, jetzt sei mal nicht so klein hier. Du weißt doch, dass ich den Weg kenne. Sascha, wir kommen raus. Halleluja. Riechst du schon den Schnee, Sascha? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Yeah. Hi. Also komm, dann pack mal das Stevie Blut. Ist bedient. Hier lang, Sascha, komm. Ja, wo ist denn das Lager? Was? Wo bist du? Da hinten ist das Lager? Ja. Ah, hier, okay. Und hier ist die Erzekiste, hier. Das Lager. Ey, warte mal, hier ist nicht der Erzekiste. Hier unten ist die Erzekiste. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Da stehen da nicht Schilder, aber wer lesen kann, ist kein Vorteil. Herr Schnauze. Oh, ist das schön, wenn sich Leute lieb haben. Ne? Ne? Mega. Ja, hier kommt den. Ich hätte gesagt, wir packen jetzt erstmal wieder das Zeug ein, das wir nicht brauchen fürs Erste. Netherkram. Guck mal ganz kurz. Oh, Grishy macht Rage Dank. Quit. Nee, ich hab irgendwie lag das bei mir total. Wir haben keine Workbench hier. Das wäre noch irgendwie praktisch, wenn beiden Lager ich noch irgendwie eine Workbench stehen würde. Ja, da kümmere ich mich noch drum. Es war nur ein. Sag mal, jetzt sag mal nicht so grumpy hier. Das war ein konstruktiver Vorschlag. Ich bin nicht so schnell. Versuch du mal hier diese wirre Kiste hier irgendwie zu sortieren. Guck dir da doch mal an, dass hier noch alles drin ist. Hallo, Grumpy Stevie. Lol, jetzt häng ich im Boden fest. GG's. Okay, ne, jetzt geht's wieder. Ihr habt nicht so viele Geweise in Obsidian, dann könnten wir ernsthaft einen Verzauberungstisch bauen. Nee, aber könnte ich gleich schon eine Farm gehen. Ja. Weil dann hätten wir eine Möglichkeit auch zu verzaubern in dem Punkt. Sollen in die Erzetruhe auch nicht gebrannte Erze? Kannst du machen, erstmal, ja. Das werden wir später alles noch fertig brennen, so ist es nicht, aber dann pack's erstmal da rein. Alles klar. Wie packe ich das weiter? Also auf jeden Fall wird's eine sonstige Kiste geben. Rüstung, da kann das mit rein.
Die sind noch nicht beschriftet, okay. Netherkram. Ja, hast du. Ja, nee. Wenn du eine Idee hast, was man in leere Kisten packen könnte, sag ruhig was. Ja, Nahrung wäre erstmal wichtig. Ja, das muss ich sagen, packe ich nicht ins Lager. Das wird vorne in unserer Base sein. Da müssen wir nicht jedes Mal ins Lager rennen, wenn wir was zu essen haben wollen. Wir brauchen aber das bald im Lager, weil wir so viel Essen schon haben. Viel Essen? Ja. Willst du mich veräppeln? Doch. Oh, die Kobbeltruhe ist voll. Achso, da ist noch eine zweite. Deswegen habe ich eine zweite. Den Rest vom Kobbel können wir doch wegschmeißen, oder nicht? Das war eine zweite Truhe Cobblestone, ey. Kobbel ist überlebensnotwendig. Ja, gerade hier unterirdisch. Naja, also ich hatte in Minecraft Together Staffel 4 hatte ich mit meinem Kollegen, weil wir den ganzen Berg abgerissen hatten, später über 30.000 Kobbel. Jawohl, kann man mal machen, ne? Ja, das war sicherlich eine sehr, sehr interessante Session. Das waren knappe 30 bis 50 Parts, wo wir nur den Berg abgerissen haben. Aber mein Kollege meinte, komm, reißen wir den Berg ab. Jawohl. Ich hab ihn dafür gehasst. Also, liebe Alter. Leute, jetzt wisst ihr es, guckt bei Stevie vorbei auf dem Kanal und guckt euch sein Let's Play Bergabriss-Team. Sehe ich es eigentlich richtig, dass wir noch keine Holztruhe haben? Doch, da müsste eine sein, ab mir die ist. Dann ist die aber noch, wollte ich gerade sagen. Warte. Ja, ist doch alles. Das Sascha, kannst du mir vielleicht helfen? Hier, okay, die hier. Ja. Die habe ich vergessen zu beschriften. Ich alles gut. Wo habe ich vergessen? Was willst du, Chris? Scroll, sorry. Willst du mir kurz helfen, den Dingraum ein bisschen zu erweitern? Nee, ich würde erstmal kurz sagen, dass Stevie die Folge beendet. Ja, kurz. Kennt ihr schon das neue Produkt Holl? Holl, jawohl. Ich habe das Z ernsthaft. Das kann man machen. Das ja, ist toll. Ist neu. Kennt ihr das noch nicht? So, Stevie, dann walte mal deines Amtes jetzt hier. All in one. Wow. Bevor wir das machen, was meinst du, soll ich die Öfen und die Workbench hier so in die Mitte packen? Oder? Meine Idee, ne? Ja, kann man machen. Hallo, Scrollbatch. Gut, Leute, das war's dann auch schon wieder mit diesem Part von Minecraft Underground 2, die Survival Map. Ja, das betone ich mit Absicht so. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut in die jeweilige Videobeschreibung. Es sind eigentlich nur zwei Leute, die aufnehmen. Aber trotzdem, da sind die Kanäle von den anderen verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das habe ich gerade schon gesagt. Ich wiederhole mich. Bis dann. Und wir starten dann eine neue Runde. Runde. Wer hat noch nicht Bewegung? So, liebe Leute, komm, steigen Sie ein. Ja, Sie sind mit dabei. Ich rede manchmal sehr schnell, das ist mir auch selber schon aufgefallen. Ach, das ist doch nicht schnell. Aber Leute, haut rein jetzt. Bis dann, ciao. Tschüss.